Mit seinen 48 Quadratkilometern bzw. 4800 Hektar ist der Lac du Der der größte künstlich angelegte See in Frankreich. Der See existiert so seit 1974 und ist als riesiger Wasserspeicher unentbehrlich, denn er kontrolliert den Wasserstand der Marne und verhindert damit Hochwasser und Überschwemmungen. Und außerdem speist er die Fließgewässer während den Niedrigwasserperioden. Seitdem in den 90er Jahren bekannt wurde, dass die Karpfen im Lac du Der überdurchschnittlich groß sind, wurde der See, der nur ca. 3 Stunden Autofahrt von dem deutsch-französischen Grenzübergang Saarbrücken entfernt liegt, zu einem beliebten Ziel von deutschen Großfischjägern. Mein Name ist Basti und in diesem Video klären wir unter anderem die Fragen, wie und wo man Angelkarten für den Lac du Der bekommt, welche Stellen man am besten beangelt und wie sich der Fischbestand bis heute entwickelt hat. Der Moment, als wir hier an diesem See angekommen sind und unser Tackle quasi im Boot hier rüber transportiert haben und wir das erste Mal mit den Füßen hier diese Halbinsel betreten durften, das war einfach mächtig. Das war ein richtig geiles Gefühl von Freiheit, als würde man irgendwo im Paradies angeschwemmt sein. 4800 Hektar sind einfach eine verdammt große Wasserfläche. Und ich wäre ehrlich gesagt ziemlich überfordert, wo ich bei diesen Wassermassen nur anfangen soll. Im September 2022 haben Olaf Batz und Patrick Gorissen 2 Wochen am Ufer des Lac du Der verbracht. Ich durfte sie dort für 3 Tage besuchen und ihnen ein bisschen über die Finger schauen. Da bin ich mal von einer 6-Wochen-Session vom Orient zurückgekommen. Und da habe ich gedacht, so, jetzt packst du dir einfach mal und hältst einfach mal auf dem Rückweg an. Und der erste Schritt, den ich hier an der Kirche damals gemacht habe, den vergesse ich, als wenn der gestern gewesen wäre. Und das ist ja mittlerweile bei mir auch schon mal 20, 25 Jahre her. Aber mit dem ersten Schritt, die Sonne, die ging gerade unter, die Kirche im Hintergrund, dieses Riesengewässer. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich dann halt in so einen Bann gezogen. Und ab da war der für mich auch voll im Pflichtprogramm. Also ich bin 3-4 Mal im Jahr hier gewesen, Frühjahr, Sommer, Herbst, hat mir die ganzen Schlammschlachten hier um die Ohren gehauen. Man merkt also, dass die zwei über die Jahre schon so einige Erfahrung am Du Der gesammelt haben. Bevor sie dir etwas über ihre Angeltaktik erzählen, klären wir aber erstmal die Frage, wie man überhaupt an die Angellizenz kommt. Das Buchungssystem, so nenne ich es mal, ist zwar ein riesengroßer Natursee, aber trotzdem ist es irgendwie eine Art, aus freiem Gewässer und trotzdem Pay Lake. In Frankreich unterscheidet man ja grundlegend zwischen 2 verschiedenen, ich nenne es mal Arten von Gewässern. Private Seen bzw. Pay Lakes und öffentliche Gewässer. In den meisten Teilen Deutschlands muss man für unterschiedliche Gewässer auch verschiedene Angellizenzen erwerben. Bei Flüssen braucht man sogar oft verschiedene Angelkarten für verschiedene Streckenabschnitte. In Frankreich ist das alles deutlich angenehmer gestaltet. Hier kauft man sich eine Angelkarte und diese gilt quer durchs Land für unzählige öffentliche Gewässer. Der Lac du Der ist da aber tatsächlich eine Ausnahme. Er ist zwar kein Pay Lake im eigentlichen Sinne, aber trotzdem muss man die Angellizenz für diesen See separat dazu kaufen. Ich glaube 30.06. oder 30.07. macht das Buchungssystem für diesen See auf. Und genau um 0 Uhr müssen die E-Mails dort im Postfach landen mit den Stellen, die man buchen möchte. Und dann bekommt man entweder eine Zusage oder eine Absage. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir hier Cornet bekommen haben, gleich für 2 Wochen. Das war ein 6er im Lotto. Und so funktioniert dieses Buchungssystem hier. Im Normalfall ist es aber auch so, dass wenn ihr hier angeln wollt, dass ihr halt dort anrufen könnt und fragen könnt, welche Plätze zum Beispiel frei sind, dass man auch kurzfristig hinfahren kann. Ich weiß halt, viele aus meinem Freundeskreis, die hier regelmäßig angeln, die gucken halt nach dem Wind und wenn die sehen, die ersten Stürme, so wie jetzt zum Beispiel, kommen hier direkt aufs Ufer, hier auf diesem Platz, dann sind die Ersten, die jetzt für die nächste Woche dann gucken, wo halt die Plätze frei sind und fahren dann halt direkt mit dem Wind hierher. Das Thema mit dem Wind ist ein sehr gutes Stichwort. Bei auflandigem Wind fängt man besser. Das ist eine Regel, die du bei deiner Stellenwahl prinzipiell immer berücksichtigen solltest. Bei sehr kleinen Gewässern kommt dieser Punkt natürlich nicht unbedingt zum Tragen und man kann dem Faktor der Windrichtung oft eine geringere Bedeutung zusprechen. Besonders aber an sehr großen Gewässern entscheidet der Wind oft über Erfolg und Misserfolg. Es dauert mal einen Tag, es dauert 2 Tage, aber am Ende des Tages kommen die Fische immer mit dem auflandigen Wind
zu einem hin. Das große Problem an der ganzen Sache ist natürlich, wenn man jetzt eine Stelle sich reserviert hat, man weiß ja aus den Vorjahren, man kann sich auch Himmelsrichtungen ausgucken, man weiß, die ersten Herbststürme sind meistens denn südwestlicher Art. So, und dann kann man natürlich da bei seiner Stellenauswahl auch so ein bisschen drauf eingehen und versuchen, die danach zu reservieren. Der ganze Reservierungsprozess kann natürlich zu großen Problematiken führen. Stellen wir uns mal vor, du hast dir eine Stelle am nordöstlichen Ufer reserviert, weil der Wind zu der entsprechenden Jahreszeit oft aus Südwesten kommt. Jetzt fährst du an den Lac du Der und merkst, dass der Wind gar nicht aus Südwesten kommt, sondern zum Beispiel ein Südostwind weht. Dann sitzt du im Nordosten natürlich sehr ungelegen. Wenn man mit einem Platz nicht zufrieden sein sollte, hat man auch immer noch die Möglichkeit zu moven. Es besteht zwar prinzipiell die Möglichkeit, dass man eine Stelle kurzfristig wechseln kann, aber eben nur dann, wenn der neue gewünschte Angelplatz zu dieser Zeit nicht von einem anderen Angler gebucht wurde. Na, nur wir sehen jetzt hier den Sinn überhaupt gar nicht drin. Wir haben den Wind auf der Kante, die Fische sind zwar zur Zeit, wir vermuten es nicht unbedingt hier, aber das sind so Sachen, die können sich an solchen Seen innerhalb von ein oder zwei Tagen komplett drehen, was wir auch in der einen oder anderen Session ja schon erlebt haben, die in der Vergangenheit von uns liegt. Als ich Olaf und Patrick am Lac du Der besucht habe, hätte die Windrichtung nicht besser sein können. Der Wind stand ihnen nämlich direkt aufs Ufer. Nur gab es hier eine Problematik. Er war von stürmischer Natur und das hat es den Jungs unmöglich gemacht, die Routen ordentlich zu fahren. Folglich war die Chance auf einen Fisch auch ziemlich unwahrscheinlich. Anders sah das noch ein paar Tage vor meiner Ankunft aus. Da ging zwar auch schon ein Lüftchen, aber nichts verglichen zu dem Sturm, der danach noch folgen sollte. Wir saßen hier in Badehose am Strand, wir haben auf das kristallblaue Wasser geguckt, was fischtechnisch ja normalerweise nicht so der Hit oder der Burner sein sollte, aber wir haben trotzdem in den ersten zwei Nächten ja, Fischkontakt gehabt, wir haben Fisch gefangen. Nachdem die ersten zwei Tage von den Wetterbedingungen nicht ganz so klasse waren, haben wir eigentlich größtenteils jetzt die Routen dichter rangezogen. Aber dieser hier, der kam dann wieder auf die weiteste Route. Wir hatten ein bisschen Glück, dass wir heute Morgen mit dem Boot rausfahren konnten und den abschöpfen konnten. So kann das weitergehen. Das sollte tatsächlich auch der einzige Fisch von dieser zweiwöchigen Session bleiben. Aber das wussten die Jungs zu dieser Zeit natürlich noch nicht. So, und dann kam der Wind wurde ein Sturm und aus dem Sturm wurde ein richtig heftiges Unwetter, wie wir das einfach noch nie erlebt haben. Wahre Sternstunden sind hier eigentlich immer jederzeit möglich. Also man kann hier 3, 4, 5 Wochen an einem Stück sitzen, ohne dass irgendwie nur annähernd einmal die Route piept. Aber genauso wie man hier 5 Wochen vergebens sitzt, kommt der eine Moment, der eine Schalter und man fängt in einer Nacht Fische, die man sich in den kühnsten Träumen nicht ausmalen kann. So, und dann, ne, dann fängt man in einer Nacht 5 Fische, die zwischen 20 und 40 Kilo sind. So, und dann sind diese ganzen 2, 3, 4, 5 Wochen, die man vorher hier wirklich quasi verblödet ist, komplett vergessen. Also es kann hier innerhalb von Minuten von totaler Katastrophe in der Session des Lebens nachher enden. Wir haben zum Beispiel unsere letzte Session, ja, die Motivation natürlich richtig hoch hält, haben wir halt richtig abgeräumt. Und das waren genau solche 14 Tage, wie wir sie jetzt auch haben. Die erste Woche war grandios, von Himmel hoch jauchzend. Wir haben wirklich viele, viele Fische gefangen. Wir haben große Fische gefangen. Seit den 90er Jahren sind die Karpfen im Lac du Der noch größer und schwerer geworden. Waren die größten Fische damals 20 Kilogramm schwer, so kann man heute sogar Exemplare mit über 40 Kilogramm erwarten. Das macht den See selbst nach 30 Jahren noch zu einem sehr beliebten Ziel von Großfischjägern. Es war also eine grandiose Session und es war eigentlich genau das, was die Motivation eigentlich jetzt hier oben hält. Wir haben in der ersten Woche richtig abgeräumt, dann kam der Sturm, ähnlich wie jetzt, halt nur nicht so brachial und halt auch nicht so gefährlich. Es war mächtig, wir konnten die Routen 2, 3 Tage auch nicht rausfahren. Aber es war halt in dem Sinne nicht so gefährlich wie das, was wir jetzt hatten. Und dachten dann halt nach dem Sturm, als wir die Routen wieder fahren konnten, dass wir jetzt hier ja noch mal mehr abräumen werden. Aber Pustekuchen war, der Wind hat die Fische vertrieben. Und ja, was soll ich sagen? Die erste Woche waren wir im Himmel, die zweite Woche waren wir dann fangtechnisch sozusagen in der Hölle. Hier zählt immer am Ball bleiben, Rute raus, Futter drauf und immer, immer, immer dranbleiben.
ne, lieber, also wenn man sagt, okay, ich kann es körperlich nicht mehr oder ich bin jetzt an meiner Grenze, tut euch selber lieber den Gefallen, dann beendet die Session oder so, weil ihr werdet es am Ende des Tages bereuen, weil die großen Fische kommen meistens dann, wenn man da nicht mehr mit rechnet. Oft ist man mit den Wassermassen solch großer Gewässer erst einmal überfordert. Das Angeln ist meistens aber gar nicht so kompliziert, wie man es sich immer vorstellt. So, die Rigs, die wir hier verwenden, sind relativ einfach gehalten, weil die Fische halt auch gar nicht die Zeit haben, letzten Endes irgendwo auszusortieren oder sich irgendwas genauer anzugucken. Die sind ständig auf der Jagd und nach fressbaren Geschichten wie Muscheln oder Krebsen. Von daher halten wir das für nicht ganz so relevant. Wir angeln hier ganz normal Amolink, den Fang X in Größe 2 als Knotless Knot gebunden. An einem 24er Hard One ziehen wir oben drauf einen kleinen weißen Pop-Up Scopex Squid als Eye Catcher. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist ein kleines Stückchen Silikonschlauch mit auf den Haken fädeln, weil wir halt auch in großen Entfernungen fischen, um halt zu sehen, wenn wir die Rute rausholen und die Rute lag im Krautfeld, ob wir vielleicht doch einen Take gehabt haben, weil dann in dem Moment der Silikonschlauch ein bisschen sich verschiebt auf jeden Fall. Die Angelei, die wir hier an solchen Seen betreiben, ist eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, recht einfach gehalten. Simple Rigs. Wir haben uns im Vorfeld natürlich schlau gemacht über Google Earth, wo sind hier irgendwelche Plateaus, die wir in der Nähe befischen können. Und genau das ist das, was wir auch gemacht haben. Wir haben also erstmal unseren Hauptfokus auf die Plateaus gesetzt, in maximaler Entfernung, die wir befischen können. Sind diese Stellen natürlich zum Anfang angefahren, haben uns die Plateaus angeguckt, haben ja, krautfreie Stellen gesucht, wo wir halt ablegen können. Haben das erstmal mit GPS-Punkt und erstmal mit einer Haarboje gemarkert, sind dann quasi wieder zum Ufer zurückgefahren und haben dann eine Strategie entwickelt, wie unsere restlichen Routen hier vernünftig, man muss ja auch 8 Routen unterkriegen, wenn man bedenkt, dass wir in der Breite bummelig über 2 Kilometer zur Verfügung haben, ja, war es halt auch nicht so schwer zu gestalten, aber man muss halt gucken, man muss sich halt so ein bisschen in den Fisch hineinversetzen, wo könnten die Fische jetzt sein. Wir haben den Wind, wie gesagt, immer hier auf unsere Kante gehabt. Wir haben angefangen, die Routen von Patrick rechts in der Bucht zu verteilen, wo auch ein bisschen Holz ist, wo ein bisschen Kraut ist, wo freie Stellen sind. So, und sind dann von rechts nach links immer weiter durchgegangen, bis wir nachher auf einem Ausläufer gelandet sind, in ungefähr 2 Meter Wassertiefe, wo wir halt auch der Vermutung sind, dass die Fische dort auf jeden Fall, egal von wo sie hier kommen und wo sie ziehen, halt ja, rüberziehen müssen. Zu dem Zeitpunkt konnten wir die Routen wirklich noch akkurat ablegen, ne, was halt wichtig ist, weil es ist halt dieses ganze Kraut noch überall vorhanden. Man muss halt wirklich den Boden abklopfen und unsere Taktik besteht halt darin, in dem Moment, wenn das Blei auf dem Boden aufgekommen ist und es macht so dieses typische Tock, einfach liegen lassen, 2, 3 Hände Tigernüsse drauf, eine Handvoll Boilies und mehr braucht ihr hier nicht. Es hat sich in der Vergangenheit bestätigt, dass diese Futterplätze, diese 40, 50 Kilo Boilies auf einem Haufen überhaupt nicht das bringen, ja, was sie eigentlich bringen sollen. Und von daher fahren wir halt diese Fallentaktik. Und ja, es klappte eigentlich bisher ganz gut. Die Taktik musste leider ein bisschen über den Haufen geworfen werden, als dann der Sturm anfing, wo wir eigentlich so gar nicht mehr in der Lage waren, da hinten hinzukommen. Wir haben es noch 1-2 Mal probiert, auf die maximale Entfernung abzulegen. Aber die Routen liegen ungefähr 5 Minuten und das ganze freigerissene Kraut ja, schwimmt sozusagen in die Schnüre. Wir haben keine Chance, also wirklich, es besteht keine Chance. Und von daher haben wir die Taktik jetzt geändert. Wir haben jetzt alle Routen einmal rausgeholt, was davon noch über war zumindest. Und haben jetzt die Routen in einer Entfernung von ja, bummelig 50 bis 100 Metern direkt an die Krautkante. Also wir haben von hier, vom Ufer bis 50, 100 Meter haben wir sozusagen freie Fläche, wo einzelne Krautfelder vorhanden sind. Und ab da fängt das dicke Kraut an. Und in diesem Bereich haben wir jetzt einfach von links nach rechts einmal durchgehend ja, versucht, so gut wie möglich die Routen zu legen. Wir hoffen, die Bleie bleiben liegen. Wir angeln hier extrem schwere Bleie von 224 Gramm aufwärts. Wir haben teilweise 2 Bleie zusammengebunden. Ne? Das ist auch eine Geschichte, um halt ja, die Köder hier bei solchen Winden am Boden zu halten. Große Gewässer mögen dich im ersten Moment überwältigen. Aber Angeln ist nun mal kein Hexenwerk. Vertrau einfach auf die Methoden, mit denen du sonst auch an Fisch kommst. Eigentlich wollte ich mit den Jungs ein richtiges Session-Video drehen. Leider haben mir die Bedingungen vor Ort einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht und es war die meiste Zeit viel zu stürmisch zum Filmen.
Damit ich nicht komplett unnötig so weit angereist bin, haben wir uns spontan entschlossen, eine Art Tutorial zu drehen. Und so entstand dieses Video in den circa 3 sonnigen Stunden, die wir an meinem letzten Tag hatten. Lass gerne eine Bewertung da oder abonniere den Kanal, wenn es dir trotzdem gefallen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.